Erstmal ein Hallo an euch alle da draußen, ich bin der Robert. Und zwar möchte ich euch heute eine kleine Powerbank zeigen. Das eigentlich keine herkömmliche oder normale Powerbank ist, sondern da sind zwei 18650er Akkus drin. Und die Idee fand ich eigentlich sehr, sehr gut, weil das Teil eigentlich fast nichts kostet, unheimlich praktisch und vielseitig ist und mir bei meiner Stromversorgung, die ich eh mit mir rumschleppe, unheimlich dienlich und kompatibel ist. Damit ihr versteht, was ich meine, möchte ich mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen und die Vorgeschichte erzählen. Und zwar, ich habe mir fürs Bushcrafter und für den Alltag und so weiter eine Sternlampe und eine Taschenlampe zugelegt. Und zwar habe ich hier die Tactical A1S. Zusätzlich habe ich noch eine Sternlampe, das ist auch die Tactical von Votech, die A2S. Beide Lampen, ich mache sie mal von der Stern, vom Sternriemen weg, beide Lampen haben den bekannten 18650er Akku drin mit 3400 mAh. Ich habe immer, wenn ich unterwegs bin, Ersatzakkus dabei, weil das ist für mich so ein Horrorszenario. Der kleine Bub steht im Wald, alles ist dunkel und die Taschenlampe geht aus. Sprich, ich habe immer Ersatzakkus dabei. Und dabei kommt hier dieses kleine Gerät ins Spiel. Das ist eigentlich nichts anderes wie ein Plastikgehäuse. Hier mit einem kleinen Display. Hier oben hat es eine USB-Buchse und eine Micro-USB-Buchse. Ich kann dieses Gerät als Powerbank benutzen. Das heißt, ich habe hier meine Ersatzakkus drin. Also zweimal 18650 Akku mit 3400 mAh. Die sind hier safe drin. Es kann keinen Kurzschluss geben. Das Gerät selber habe ich jetzt also auch schon einige Male im Wald mitgeschleppt. Man sieht, es hat hier auch schon Kratzer, was mich aber absolut nicht stört. Hier hinten befindet sich ein kleiner Knopf. Und wenn ich den betätige, dann habe ich hier ein Display, das mir den momentanen Akkustand anzeigt. Also im Moment sind die Akkus bei 63%. Das Tolle ist eben, ich kann dieses Gerät als Powerbank benutzen. Das heißt, selbst wenn ich jetzt mehrere Tage im Wald bin und möchte meine Taschenlampe aufladen, kann ich der volle Akku rausnehmen, in die Taschenlampe umbauen. Oder ich gehe einfach her und hänge die Taschenlampe hier ran. Ich kann meinen Camcorder, meine Actioncam, mein Handy dran aufladen. Da habe ich euch ein ganz kurzes Video gemacht, das ich jetzt gleich im Anschluss hier einbringe. Und das Tolle ist auch, wenn man dieses Gerät hat, kann man zwei Akkus gleichzeitig über einen PC laden oder über ein Steckernetzteil. Ja, also im Prinzip mit dem Teil spare ich mir sogar notfalls, wenn ich das möchte, ein externes Ladegerät für diese Hochleistungsakkus. Und ich kann natürlich jetzt auch, wenn ich unterwegs bin, mit meinem Solarpanel zwei Akkus hier gleichzeitig laden und werde immer über diesen Ladezustand der Akkus informiert. Und das funktioniert beim Laden, beim Entladen und wenn ich eben hinten drauf drücke und das Display dann einschalte, das geht nach spätestens 30 Sekunden wieder aus, um Strom zu sparen. Ich bin jetzt hergegangen und habe, heute ist der 16. seit zwei Wochen zwei volle Akkus drin gehabt. Und sie haben nicht messbar an Kapazität verloren. Die jetzige 63% kommen daher, weil ich vorher mein Handy aufgeladen habe damit. Also ich finde es eine echt tolle Sache, weil das Ding wiegt ein paar Gramm, ist also vernachlässigbar. Ich habe mir das jetzt privat gekauft, aber es ist absolut genial. Ich tue euch den Namen unter einblende. Das ist also eine SoShine Powerbank E4S, nennt sich das Teil. Das gibt es für einen Akku, es gibt es für drei und glaube sogar für vier Akkus. Finde ich eine witzige Geschichte. Es kostet, glaube ich, im Verkauf um die
18, 21 Euro mit Porto, bin ich mir nicht ganz sicher, müsste man recherchieren, ansonsten schreibt mich an, ich kümmere mich dann drum, wobei ich da jetzt also keine Schleichwerbung machen will. Ja, also ich habe das Ding ganz normal gekauft über meine Firma, ich werde hier nicht gesponsert, gar nichts, sondern ich fand es einfach eine witzige Sache, weil ich hier eine Aufbewahrungsbox habe, die nicht viel größer ist wie die Akkus selber. Natürlich, klar, die Elektronik braucht noch ein bisschen Platz, aber es ist einfach eine safe Geschichte und ich fand es genial. Ich habe immer eine kleine Powerbank dabei, aber hier erweitere ich eben mein Ladepotenzial für meine anderen Geräte, wie jetzt eben das Handy oder halt die Kameras, enorm damit. Jetzt füge ich mal das Video ein, wo ich mein Handy aufgeladen habe damit. Da seht ihr dann genau, bei 46% habe ich angefangen, bei 97% habe ich das Handy hier abgehängt und die Zeit blende ich euch alles ein. Hier haben wir jetzt mein Sony Z5 und ich habe euch mal die Akkudaten eingeblendet hier. Also das Handy hat einen Akku verbaut mit 2900 mAh und im Moment befindet sich es in einem Ladezustand von 44%. Jetzt hänge ich mal meine Powerbank mit den 18650er Akkus an und dann schauen wir mal, wie lange es dauert, bis das Handy auf 100% ist und was die Akkus dennoch in der Powerbank für eine Leistung anzeigen. Wie vorher schon gesagt, es sind jetzt also zwei 18650er Akkus drin mit jeweils 3400 mAh. Und die haben im Moment jetzt ein Füllgrad von 100%. Dann schließen wir jetzt hier mal ein ganz normales, handelsübliches USB-Kabel an. Und wie ihr seht, lädt das Handy jetzt. Das Handy hängt jetzt seit einer Stunde und 41 Minuten dran, hat mittlerweile einen Akkustand von 97%, bei 46 haben wir ja angefangen und das Handy hat jetzt für quasi knapp eine halbe Ladung 50% aus den 18650er Akkus rausgezogen. Das heißt, diese Akkus sind hier, man sieht es, noch mit 50% gefüllt. So, ihr habt es gesehen, das Handy ist mit 97% geladen, die Powerbank haben wir getrennt. Die Akkus haben sich jetzt in der Powerbank schon wieder auf 64% erholt. Und jetzt laden wir die Akkus hier in der Powerbank wieder auf. Und zwar gehe ich dann einfach her, nehme das Micro-USB-Kabel, stecke das hier in die Ladebuchse ein. So. Und nehme dann ganz normal meinen Netzstecker, mit dem ich mein Handy normalerweise oder das Tablet auflade, verbinde ein großes Steckerteil mit dem Netzadapter und dann kommt das Ganze in die Buchse und dann werde ich euch zeigen, wie lange das geht, bis diese Akkus wieder richtig voll sind. In einer halben Stunde von, was war es vorher, ich glaube, wir haben es um die 43-46%, sind wir jetzt auf 74% Ladezustand in 35 Minuten. Mittlerweile sind jetzt 2 Stunden 36 vergangen und das Ladegerät ist bei 96%. Wobei man sagen muss, das Phänomen ist mir beim großen stationären Ladegerät auch schon aufgefallen. Es geht relativ schnell, bis die Akkus so bei 90%, 92%, 93% sind. Und dann wird es überproportional zäh mit dem Laden. Also ich sage jetzt mal, die letzten paar Prozent brauchen im Verhältnis zu der anderen Ladezeit extrem lange. Mir selber reicht es, die 96%, das lasse ich, weil ich habe mal irgendwo gelesen,
dass man die Lebensdauer eines Akkus verlängern kann, wenn man nicht immer auf 100% aufknallt, sondern wenn man einfach so zwischen 90 und 98% abklemmt. Jetzt gerade eben sind wir auf 97% gekommen. Also das heißt, ich stecke das jetzt aus und für mich sind die Akkus jetzt voll genug. Als Quintessenz quasi, ich bin begeistert von dem Teil. Und was ich vorher noch vergessen habe zu erwähnen, als mein Handy an dem Akku-Pack hier hing, habe ich auch noch telefoniert und WhatsApp geschrieben und so weiter. Also ich denke, das hat ja vorne zu, ist auch wieder ein bisschen Strom verbraucht. Also ich persönlich bin mit der Ladeleistung vom Akku-Pack zum Endgerät zufrieden, genauso wie ich mit der Ladeleistung vom Hausnetz auf das Akku-Pack zufrieden bin. Ich denke, diese Ladedauer ist eigentlich ganz normal. Ich habe eben mein stationäres Ladegerät, das kann ich von der Ladeleistung auch noch hochfahren. Nur sind wir mal ehrlich, ist ja eigentlich wurscht, ob das Ding jetzt 2,5 Stunden oder 3,5 Stunden dranhängt. Für mich ist eigentlich wichtiger, dass die Akkus viele Ladezyklen durchmachen. A, weil sie nicht ganz billig sind. Und B, wenn ein Akku länger hält, muss man nicht so früh wegschmeißen, was ja auch wieder für die Umwelt besser ist. Jetzt kam mir gerade die Idee noch, mal die Anzeige zu vergleichen. Also das kleine Akkupack hat jetzt 97% Ladeleistung oder Ladefüllstand angezeigt. Und wenn ich es jetzt hier in mein großes Ladegerät reinmache, dann zeigt er mir hier schon 99% ein. Also ich denke, von stationärem, großem elektronischem Ladegerät zum kleinen Akkupack 2% Differenz in der Anzeige. Das ist für mich vollkommen in Ordnung. Ja, jetzt habt ihr gesehen, worum es sich handelt bei dem Teil. Also ich würde es mir jederzeit wieder kaufen. Ich habe es jetzt schon ein paar Wochen im Einsatz. Finde es eine geschickte Geschichte und hoffe, es war ein bisschen interessant für euch. Wenn ihr Fragen dazu habt, meldet euch einfach bei mir, kein Problem, schreibt es in die Kommentare rein. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, wäre nett. Und ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, denkt dran, ab morgen wird alles besser. Macht's gut, ciao.